nehmen Sie mit auf eine Reise. Eine Reise durch Tipps und Tricks für Ihr Leben. Unternehmer, Coaches, Berater und Menschen, die aus dem Nähkästchen plaudern. Lassen Sie sich inspirieren und hören Sie aufmerksam zu, denn Sie wissen genau, wovon Sie sprechen. Ein herzliches Willkommen von unserem Podcaster, Dennis Philipsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Tipps und Tricks Podcastes hier aus Koblenz. Heute habe ich die liebe Deborah Wolter zu Gast. Hallo Deborah. Hallo, hallo. Deborah, was darf ich den Leuten erzählen, wenn sie mich fragen, wer ist Deborah Wolter? Das ist eine gute Frage. Das ist immer die erste Frage, die gestellt wird. Ja, wer bin ich? Ich würde behaupten, ich bin eine Wegbegleiterin. Ich begleite junge Leute in ein glückliches Leben, weil ich einfach festgestellt habe, dass ganz, ganz viele von uns und mich eingeschlossen orientierungslos irgendwo umhertreiben und überfordert sind mit der Anzahl an Möglichkeiten. Und da habe ich mir zur Aufgabe gemacht, hey, lasst uns doch zusammengehen, weil ich fest daran glaube, dass wir tatsächlich ein erfülltes Leben führen können. Und genau, das darfst du gerne von mir erzählen, dass ich das tue. Jetzt hast du zwar nur zwei Arme, aber du sagst, lernen wie ein Oktopus. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist eine spannende Geschichte. In irgendeinem Griechenlandurlaub war ich auf Santorini. Und bin dort durch Santorini gestreift, durch die verwinkelten Gassen. Und dann hat sich links von mir ging so eine Treppe runter und da war ein kleiner Buchladen. Und das war so ein Buchladen, in dem man reinkommt. Und es hatte schon so einen Buchladengeruch, ne, so irgendwie so verstaubt. Und es war alles voller Bücher. Und da lag genau ein Buch und das war das Buch, das hieß Soul of an Octopus. Und auf dem Cover ist schon so ein Oktopus drauf. Und das hat mich total angefixt. Und ich war schon total verwundert, weil eigentlich ist das nicht die Art Buch, die ich lese. Und das hat mich mitgenommen in diese Welt des Oktopuses. Und ich musste schon, während ich das Buch gelesen habe, mega viel lachen. Und es hat mich total beschäftigt. Und dann habe ich es aber auch wieder zur Seite gelegt. Und ein Jahr später habe ich dann selber gemerkt, okay, ich bin irgendwie orientierungslos, irgendwie, was kann ich denn schon eigentlich? Und war in so einer Strauchelphase. Und als ich dann auf mein Bücherregal geguckt habe, sah ich dieses Buch wieder. Und dann dachte ich, ja, eigentlich müsste man sein wie der Oktopus. Und so ist dann gekommen. Weil er einfach so flexibel ist, so und so neugierig, so klug. Also der hat so viele Eigenschaften, wo ich immer wieder feststelle, von dem können wir echt viel lernen. Und ja, deshalb ist es der Oktopus, der mich begleitet und den ich weitergebe, weil man das gut als Vorbild nutzen kann. Was wäre es geworden, wenn es kein Oktopus gewesen wäre? Nein, Spaß. Ja, ein bisschen. Fun Fact übrigens, habe ich letztens irgendwann in einem Online-Call beim Tobi Beck Live Insta gesehen, gehört. Ursprünglich war seine Eule als Oktopus gedacht. Und als ich das gehört habe, musste ich mega lachen und er hat sich dann aber doch für die Eule entschieden. Aber es ist scheinbar kein Tier, was so abwegig ist, sondern es gibt mehrere, die den Oktopus spannend finden. Und ich bin sehr froh, dass er ihn nicht genommen hat. Also sonst hätte ich ihn wahrscheinlich nicht gefunden. Ja. Jetzt bist du ja selber auch viel agil und viel flexibel unterwegs. Jetzt weiß ich aber auch, dass du dich an jede Situation auch anpassen kannst, ne? Wie flexibel, denkst du, muss man auf gewisse Situationen reagieren oder auch sein? Oh, ich glaube, sehr flexibel. Ich glaube, wir sind in einer Welt, die sich unglaublich schnell bewegt. Es passiert unglaublich viel. Und damit wir mithalten können, müssen wir flexibel sein. Und gerade wenn ich nicht hundertprozentig weiß, in welche Richtung ich gehe, muss oder will auch, glaube ich, muss ich Chancen, die sich auftun, sehr schnell ergreifen, sonst sind sie auch schnell wieder weg. Und
Wenn ich nicht schnell reagiere und mich schnell auf die Situationen anpasse, dann glaube ich, verpasse ich unglaublich viel. Deshalb in der aktuellen Zeit und wenn man nicht weiß, wohin, muss man sich unglaublich schnell anpassen. Doch, also da, das glaube ich schon. Und da sind wir halt auch selber für verantwortlich. Ja, wir haben so Situationen Einfluss auf uns. Also ich glaube, sowas kann natürlich auch sehr anstrengend sein oder auch sehr müde machen, wenn man auf jede Situation flexibel reagieren muss. Wie wichtig sind da ja die sogenannte Me-Time? Oh, sehr wichtig. Weil ich glaube, dass wir auch Zeit brauchen, um Dinge zu verarbeiten. Wir müssen unserem Unbewussten Zeit geben, um auch Entscheidungen zu treffen, um Dinge setzen zu lassen. Und dafür ist es unglaublich wichtig, Me-Time einzuplanen. Und dafür sinnlose Zeit wegzutun. Ne? Also ich erwische mich total oft, wie ich stundenlang auf Insta hänge und nicht sinnvoll. Ne? Also es geht jetzt hier nicht um die Zeit, wo ich irgendwas Cooles poste oder mir Content überlege. Nee, ich meine jetzt tatsächlich Zeit verschwende, die ich weder für mich nutze als Me-Time noch sinnvoll nutze. Und ich glaube, dass man diese Zeiten unglaublich gut durch Me-Time ersetzen kann und einen größeren Mehrwert daraus hat, um einfach Dinge verarbeiten zu können, um auch mal setzen lassen zu können, um nicht immer unter Stress zu stehen und irgendwann ausgelaugt irgendwo am Rand zu liegen, sondern auch wieder in den nächsten Tag dann mit neuer Energie starten zu können. Ja, ist das enorm wichtig. Und ich habe zum Beispiel angefangen, mir tatsächlich auch Dates in meinen Kalender einzutragen. Also ich habe tatsächlich Debbie-Dates im Kalender stehen, damit ich die Zeit mir auch wirklich nehme und nicht leere Blöcke habe und also dann auch tatsächlich was unternehme. Ich weiß nicht, in die Sauna gehe oder spazieren gehe oder tatsächlich irgendwas mache, was ich schon immer aufgeschoben habe. Also ich habe immer einmal im Monat oder auch mehrfach im Monat habe ich Debbie-Dates eingetragen, an die ich mich dann noch halte. Sehr, hilft übrigens wirklich, weil Cool. ich mache es halt nicht aus einfach so, sondern ich muss mir das tatsächlich, ich muss mich da austricksen. Das ist ein guter Tipp. Also wer Me-Dates braucht, eintragen im Kalender. Jetzt hast du irgendwas gesagt von sinnlose Zeit verschwenden. Den Eindruck hatte ich jetzt von dir noch gar nicht gehabt, dass das bei dir der Fall ist, weil ich halt eben weiß, dass du viele, viele Weiterbildungen machst. Du investierst sehr viel Zeit in dich selbst, auch sehr viel Geld in dich selbst. Wie wichtig findest du es, von anderen zu lernen? Unglaublich wichtig. Da auch der Oktopus. Da gibt es auch eine tolle Story, wo der das einfach auch vorlebt, von anderen zu lernen. Also wo er tatsächlich einem anderen Oktopus zuschaut, wie der ein Rätsel löst und es danach auf gleiche Art und Weise löst, obwohl er es vorher nicht kannte. Also auch da, der lernt auch von anderen. Und ich glaube, dass das enorm wichtig ist. Denn erstens bringt uns das deutlich weiter, als wenn wir alles selber herausfinden. Und ich glaube auch, dass wir gar nicht alles selber herausfinden können, weil irgendjemand sagte das jetzt letztens, wir wissen ja nicht, was wir nicht wissen. Und das kann ich nur erfahren, indem ich von anderen lerne, indem ich Bücher lese, indem ich Podcasts höre, indem ich mich mit anderen unterhalte, von Menschen Best Practices erfrage, im Arbeitskontext, im privaten Kontext. Und ich glaube, so können wir deutlich weiterkommen und deutlich mehr lernen, auch über uns selber, statt dass wir alles versuchen, selber auszuprobieren und dann halt nicht weiterkommen. Auch Feedback. Also da geht es auch darum, Feedback einzuholen. Ne? Also nicht nur von anderen Dinge abschauen, sondern auch von anderen lernen, indem ich nachfrage, du, hast du eine Rückmeldung für mich? Was würdest du anders machen? Sonst merke ich ja gar nicht, wie ich auf andere wirke und was ich tatsächlich mache. Und deshalb finde ich das unglaublich wichtig. Und es gibt so viele spannende Menschen, die so viel weiter sind. So, das ist so cool. Ich wüsste gar nicht, was ich tun würde, wenn ich die nicht hätte. Ja, deshalb, also auf jeden Fall in sich selbst investieren und da, und das ist am besten, wenn man dann von anderen lernt. Aber ich glaube, man hat auch da eine gewisse Verantwortung für sich selbst, aber auch eine Verantwortung gegenüber anderen vor allen Dingen. Wie siehst du das? Oh ja, Verantwortung. Wie schnell sagt man, ja, kann ich ja nicht, weil, also mir fällt jetzt ganz oft ein Alt, also weil man das da so oft hört, ein Arbeitskontext ein, wo man sagt, erstmal mein Chef müsste mal oder meine Chefin, ne, also die müssten mal besser kommunizieren und mal verlässlicher sein und mal das und das machen. Und dann war ich irgendwann in so einer Spirale und dann stellte ich fest, so ich habe erwartet irgendwie, dass sie mich
schneller über Dinge informieren. Und dann stellte ich irgendwann fest, so, kann ich es denn selber überhaupt? Nö, ich bin selber nicht besser. Also wie kann ich das von jemand anderem dann erwarten? Und ich glaube auch da, wenn ich selber bei mir anfange, macht das schon einen riesen Radius. Also wenn jemand anders merkt, weiß nicht, man ist zuverlässig, man antwortet immer schnell oder man macht irgendwas besonders gut, dann hat das so einen Radius und übernimmt, also spiegelt sich dann auch auf andere. Und deshalb habe ich selber Verantwortung. Oder auch dieses, ich kann noch nicht darauf warten, dass irgendjemand anders für mich eine gute Entscheidung trifft. Das glaube ich schon. Also wenn ich weiterkommen will, muss ich das auch selber machen. Ich kann nicht immer meine Umstände dafür verantwortlich machen. Und ich glaube auch daran, dass man immer irgendwas verändern kann. So, ja, es dauert vielleicht und es ist kompliziert, aber ich glaube, wir haben das schon selber in der Hand. Auch wenn es eine schwere Entscheidung ist, aber die muss ich irgendwann vielleicht treffen. Deshalb, glaube ich, sind wir schon selbstverantwortlich für unser Leben und die Umstände, in denen wir gerade stecken. Ja. Und auch dafür verantwortlich, da wieder rauszukommen. Und Orientierung, also jetzt gerade bei mir, ne, auch Orientierung zu finden und ein glückliches Leben zu führen. Ja, das ist ein guter Punkt. Also Verantwortung spielt da definitiv eine ganz, ganz große Rolle, sagtest du. Ja, total. Liebe Deborah, wir sind schon wieder am Ende. leider. Aber wir durften trotzdem ganz viel von dir mitnehmen. Wir dürfen von dir lernen, zu denken wie ein Oktopus. Wir haben die Geschichte darüber gehört, wie es überhaupt dazu kam. Total spannend. Und wir sind froh, dass es der Oktopus geworden ist. Ist ein cooles Tier, ist ein wirklich cooles Tier. Du hast uns ganz detailliert erläutert, warum man in der heutigen Zeit ganz flexibel sein muss, um auf gewisse Situationen noch schneller reagieren zu können. Aber ganz wichtig war dir dabei die eigene Zeit, die Me-Time, sich die einzuordnen, sich in den Kalender mit einzutragen, die nicht einfach unter den Keller fallen zu lassen, ja, sondern wirklich zu sagen, das trage ich mir in den Kalender ein, damit ich sie auch ja wahrnehme. Dann haben wir gelernt, von anderen zu lernen. Das, was du ja schon seit einigen Jahren auch vorlebst mit deinen Weiterbildungen oder auch mit deiner Einstellung gegenüber anderen und sich daraus selbst eine Verantwortung zu ziehen, ja, einmal sich selber gegenüber, aber auch natürlich den anderen gegenüber, ist ein großer Mehrwert, den wir heute von dir lernen durften. Ich danke dir, das freut mich. Deborah, wenn du jetzt nochmal die Möglichkeit bekommst, nochmal eine Message mit nach draußen zu geben oder was dir vielleicht wichtig ist, anderen zu sagen, dann the stage is yours, dann darfst du das jetzt gerne tun. Oh yeah, genau, also solltet ihr euch orientierungslos fühlen und gerade nicht wissen, wohin mit euch. Das ist völlig normal. Ich glaube, wir müssen lernen, dass wir nicht an einem Punkt ankommen, sondern dass die Reise zu etwas hin auch super spannend sein kann. Und dass es ein super spannender Moment ist, orientierungslos zu sein. Also nutzt die Zeit, seid neugierig und sucht euch Weggefährten, die mit euch den Weg gemeinsam gehen und schwimmt in euer glückliches Leben und lasst euch nicht oder gebt euch nicht mit der Situation zufrieden. Denn, mein letzter Satz, sich mit einer Situation zufrieden zu geben, bedeutet nicht auch gleich zufrieden zu sein. Deborah Wolter, liebe Zuschauer und liebe Hörerinnen, Instagram, Facebook, Internetseite, überall kann man Deborah finden. Und wer da natürlich Nachholbedarf hat oder sagt, Deborah ist eine ganz coole Socke, mit der möchte ich mich mal unterhalten, die freut sich über jede Kontaktaufnahme. Auf jeden Fall. Ganz lieben Dank. Deborah, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Vielen Dank für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut. Und dann hoffen wir, dass wir bald wieder von dir mehr hören dürfen. Ja, sehr gerne. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao.